Herzlich willkommen bei der neuen 12-teiligen Serie Die 12 größten Marketingfehler bei deiner Webseite. Ich bin froh, dass ich heute einen Spezialisten, nämlich dich, lieber Christoph, dabei habe. Christoph Schwinghammer ist Geschäftsführer der Digitalagentur 360 Karat und hat auch vorher viele Jahre bei einer Google-Agentur gearbeitet. Und daher weiß er aus der Praxis, auch für deine Praxis, was die größten Fehler nicht nur sind, sondern wie du sie auch umwandeln kannst in Lösungen, sodass dein Marketingauftritt deine Webseite auch verkaufen kann. Lieber Christoph, du hast heute gleich den ersten Punkt mitgebracht in dieser ersten Folge unserer 12-teiligen Serie, nämlich meiner Meinung nach, was der größte Fehler ist, den die meisten Unternehmer, aber auch gerade Gründer am Anfang machen, denn sie wissen ja nicht genau, was richtig ist, was eine gute und eine schlechte Webseite ist und wen sie wirklich fragen sollen. Erstmal vielen Dank, lieber Daniel, dass ich heute mit dabei sein kann und auch bei der Serie dich unterstütze, die richtige Entscheidung zu treffen für die Kunden, für die Gründer und auch für die kleinen Unternehmen. Ein großer Fehler beim Thema Webseite ist es, dass sie an die falsche Person geraten. Was bedeutet das genau? Stell dir vor, du möchtest ein Haus bauen und dann hast du einen Spezialisten, der sich mit der Elektrik auskennt. Dann hast du einen Dachdecker, dann hast du einen Installateur und so weiter. Und sie aber bauen dann nur die einzelnen Stücke, was sie denken, die korrekt und perfekt sind, aber ihnen fehlt der Überblick. Das heißt, der Elektriker kann das Klo nicht bauen. Das heißt, der Dachdecker, der kann nicht zum Beispiel Fenster einbringen. Also diese ganzen Themen kann er nicht machen und dafür braucht man jemanden, der als Architekt fungiert und einen Gesamtüberblick hat. Und genauso ist es auch bei deiner Webseite. Wenn du eine schöne Webseite hast, die nicht verkauft, hast du kurzfristig und langfristig Riesenproblem. Genauso ist es, wenn du eine Webseite hast, die schön aussieht, aber den Kunden am Ende auch nicht anspricht. Dass er sagt, er geht drauf und geht gleich wieder weg, weil es ihn nicht interessiert. Und genau für diese Herausforderung brauchst du jemanden, der den Überblick hat. Und da ist ein Marketing- und Verkaufsarchitekt richtig gut geeignet dafür. Das bedeutet ja, wenn ich jetzt zum Beispiel als unbedarfter Gründer mein Haus bauen will und ich gerate an einen Elektriker, der sagt, ich mache eine tolle Webseite, also an einen Designer, der sagt, ich mache eine tolle Webseite, dann kann es sein, dass ich dem viel Geld bezahle und der mir etwas hinstellt, aber dann fehlt die Heizung, es fehlt die Toilette, es fehlt die Küche, die Garage, die Fenster haben praktisch kein Glas drin oder sind undicht. Das ist also das, was du meinst, was den meisten Gründern passiert, ja? Genau, stell es einfach so vor, du hast ein Haus und die Eingangstür fehlt. Kein Kunde kommt rein. Und genau so ist es dann auch bei der Webseite. Du hast eine schöne Webseite, die von außen gut aussieht, aber kein Kunde kommt zu dir rein, kein Kunde stellt dir eine Anfrage. Genau das Gleiche ist mir tatsächlich auch passiert, als ich damals mich selbstständig gemacht habe. Da hatte ich eine schicke Webseite von jemandem bekommen, der schicke Grafiken konnte. Der Text, würde man heute schon sagen, war nicht besonders ansprechend. Aber tatsächlich hatte ich nur ein Kontaktfeld und kein Konversionsfeld, keine richtige Landingpage, die den Kunden dazu animiert, umzuwandeln. Folglich hatte ich, glaube ich, die ersten 5 Jahre nicht einen einzigen Kunden über meine Webseite. Und das ist das, was dann das Ergebnis ist, wenn man einen solchen Marketing- und Verkaufsarchitekten nicht hat. Ist das richtig? Ja, ohne einen Marketingarchitekten und einen Verkaufsarchitekten hast du zwar eine schöne Seite, aber die verkauft einfach nicht. Jetzt würde es mich und natürlich auch unsere Abonnenten interessieren, woran genau erkennt man einen guten oder überhaupt einen qualifizierten Marketing- und Verkaufsarchitekt versus eines Webdesigners oder Fotografen, der nur gute Fotos macht, Texte macht und das in ein Template reinschiebt? Das erkennst du daran, dass jemand dir seine Tätigkeit verkaufen will, als ob es die einzige wäre, die Umsatz für dich generiert und dir nicht den Überblick gibt und sagt, du kannst beispielsweise eine konvertierende Webseite erstellen, du kannst Facebook-Werbung schalten, du kannst Google-Werbung schalten, du kannst auch LinkedIn-Werbung schalten, du kannst auf LinkedIn unterwegs sein. Also wenn jemand die Tätigkeit, die er macht, als die einzige Tätigkeit darstellt, die bei dir Umsatz generiert, dann ist es der falsche. Du brauchst jemanden, der den gesamten Überblick hat und dir einfach die Möglichkeiten aufzeigt, welche Kanäle du bespielen kannst, welche Marketingmaßnahmen du umsetzen kannst, um Umsätze zu generieren. Ja, Christoph, vielleicht nochmal zum Abschluss heute der ersten Folge unserer Serie für unsere Abonnenten und Zuschauer. Was genau sind denn die Kriterien, wonach jemand suchen sollte, der sagt, ich möchte jetzt aber nicht auf einen Experten-Spezialisten reinfallen, der mir nur eine schicke Webseite macht, sondern ich möchte jetzt wirklich einen Marketing- und Verkaufsarchitekten haben. Woran kann ich den denn erkennen? Ja, schau mal, wenn du jetzt mit einem Webdesigner sprichst, erstelle dir eine Seite. Entweder die Seite gefällt ihm
oder die Webseite gefällt dir als Gründer oder die Webseite gefällt beiden, dann sind alle glücklich, aber die Seite macht halt keinen Umsatz, weil eine bestimmte Personengruppe wurde vergessen. Und welche das genau ist, erzähle ich dann in der nächsten Folge. Super, vielen Dank, da freuen wir uns und du bist gerne eingeladen, morgen bei der nächsten Folge dabei zu sein, nämlich schon das wichtigste Kriterium, wie du einen echten Marketing- und Verkaufsarchitekten erkennst, dann auch herausfindest, erkennst. Und jetzt lade ich dich ein, sowohl den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, uns gerne weiter zu empfehlen und ganz wichtig, die Glocke betätigen, damit du dann morgen auch erfährst, dass das zweite Video online ist. Bis morgen und vielen Dank für den ersten Teil. Gerne.